weißt, was du zu tun hast. Natürlich. Morgen ist es erledigt. Was bekomme ich dafür? Dein Leben. Okay. Bitte komm schnell mit. Mein Sohn ist ermordet worden. Was? Dein Sohn ist ermordet worden? Na, dann gehe ich. Kann ich mitkommen? Nee, du stehst sowieso nur rum. Ach, egal. Sieh das, als wäre ermordet worden. Warum halte ich wohl den Täter fest? Den Täter? Oh Gott, ich muss ihn festnehmen. Warum steht da eigentlich ein Hund? Das ist unser Polizeihund. Er gehorcht wirklich jedem. So, ich werde ihn jetzt abführen. Und Shakira, untersuchst du bitte noch die Leiche? Wieso? Ich stehe doch sowieso noch rum und bin überflüssig. Ach, sprich mir nicht nach. Na, dann werde ich mal anfangen. Kann ich helfen? Das war mein Bruder und ich habe auch schon ein eigenes Detektivset. Überlass das mal lieber den Profis. Ach, ich werde zu Galileo gehen und dann klären wir unseren eigenen Fall. Wer ist Galileo? Mein bester Freund und wir sind sicher viel besser als ihr. Kinder. Ich hoffe, Ihre Gefängniszelle ist bequem. Widerstand ist zwecklos. Wir haben Ihre Waffen. Aber ich bin doch nicht selbst schuld. Das glauben Sie doch selber nicht. Erzählen Sie sowas Ihrem Gefängnisnachbar, aber sicher nicht mir. Wieso bist du eigentlich hier? Ich habe eine Bank ausgeraubt. Wieso denn das? Na, letztens gab es so eine Führung in der Bank und ich habe die verpasst. Darum wollte ich sie nachholen. Wirklich? Was glaubst du denn? Sicher nicht. Oh. Was hat er nochmal gesagt? Du gehorchst jedem. Komm, bring mir die Schlüssel. Komm, bring sie mir. Bring sie mir. Ja, feines Hund. Ja, feiner. Ja, frei. Kommst du auch mit? Nee, definitiv nicht. Mich von einem Hund befreien zu lassen, liegt definitiv unter meiner Würde. Warum hat das so lange gedauert? Ich wurde festgenommen. Festgenommen? Du? Was für ein schlechter Mörder bist du? Und übrigens, du hast deine Waffen vergessen. Tu es doch selbst. Na warte, komm ja nicht so frech. Ich sag ja, du siehst ja, ich hab meinen Dolch noch. Ja, ist ja in Ordnung. Du holst deine Waffe. Schließlich hab ich sie bezahlt. Was? Nochmal ins Polizeirevier? Ja. Okay. Oh nein. Es gibt schlechte Nachrichten. Der Mörder ist wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ja, ja, wir haben ihn gesehen. Er ist wieder auf dem Weg zum Polizeirevier. Was? Sicher nicht. Als Doch, ob der freiwillig zurückkommt. Versprechen? Ja. Sicher nicht. Wahrscheinlich hat er etwas vergessen. Er ist jetzt da. Kommen Sie sofort mit. Ich Rätsel ist ja fertig. Dann gehe ich mal gemütlich zurück. Aber dann ist er weg. Als ob der je da gewesen ist. Die Waffe ist weg. Oh, die Kleinen hatten recht. Oh, nein. So, hier ist die Waffe. Aber länger mache ich das nicht mehr mit. Warum nicht? Ja, wieso musste ich eigentlich dieses Fohlen umbringen? Na, dass ich wieder das süßeste Pferd für meine Reiterin bin. Und du bleibst länger in meinem Dienst. Verstanden? Wieso? Ich habe das getan, was du wolltest. Naja, ich will aber noch mehr. Oh, wie lange soll das denn noch dauern? Keine Ahnung. Oh, kommt darauf an, wie lange du lebst. Was? Shakira, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Du musst den Mörder wiederfinden. Wieso soll ich nicht lieber noch ein wenig herumstehen? Hör doch endlich auf, immer mehr nachzuplappern. Das habe ich einmal gesagt. Einmal! Einmal ist einmal zu viel. Aber du hilfst. Ja. Ach,
Was will der Boss jetzt schon wieder von mir? Da ist er also. Mal gucken, was der so treibt. Was willst du von mir? Es ist ein neues Fohlen geboren. Du weißt, was du zu tun hast. Willst du damit etwas sagen? Ich soll nochmal ein unschuldiges Fohlen umbringen, nur dass du wieder das süßeste Pferd auf Erden bist? Ja, wieso? Weil ich das nicht länger dulde und nicht länger mitmachen werde. Na, warte! Stopp! Hol die Polizei! Sofort! Als würde ich mich selbst anzeigen. Da ist der Mörder! Stopp! Polizei! Endlich haben wir sie. Gut gemacht, Shakira. Danke. Nun geht's ab zum Gericht. Hat noch jemand etwas zu seiner Verteidigung zu sagen? Ja, ich bin nicht selbst schuld. Man hat mich dazu gezwungen. Man hätte mich sonst ermordet. Dann hätten sie jetzt zur Polizei gehen können. Ich hab nie ihn bedroht. Nie. Und ich hab gar nichts mit der Sache zu tun. Ich bin unschuldig. Ich will gehen. Sofort! Das habe ich aber gesehen. Stimmt's nicht? Ja. Sie ist eine sehr gute Detektivin. Auch wenn ich mal nicht rumstehe. Okay, bevor wir jetzt anfangen, uns zu streiten. Hiermit bist du zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt und du da drüben, ja, du, zu 15 Jahren. Was? Hiermit ist die Gerichtsverhandlung geschlossen. Gesprochen von Daria. Gesprochen von Anja.